Moin moin Leute, ich wollte euch bloß mal ein kurzes Statement abgeben, warum jetzt die ganze Zeit keine Videos rauskamen, weil ich habe zwar schon mit Hilfe eines Freundes von mir übers Forum und Facebook verbreitet, aber hier auf YouTube fehlt natürlich die Erklärung noch. Deswegen zum Zeitraum, wo das jetzt die ganze Zeit die Videos ausgefallen sind, gab es nämlich das kleine Unglück, dass bei einem wirklich sehr heftigen Gewitter anscheinend unsere Internetleitung getroffen wurde von einem Blitz. Seitdem sind wir hier übers komplette Wochenende stromlos, wollte ich schon sagen, internetlos geblieben. Und quasi heute hier zum Videotag, also am Moment nehme ich das auf, heute haben wir den 26.07. und ich hoffe mal, dass es ab Montag mit Videos weitergehen wird, weil zumindest der Techniker hat gesagt, dass er frühestens Montag kommen kann und hoffentlich geht dann alles wieder, dass wir dann weiter Videos machen können. Ich habe zwar noch ein bisschen was in dem Petto an Aufnahmematerial, allerdings wird es mit neuen Videos, weiß ich nicht, ob es damit gleich weitergehen muss, denn gestern quasi, also wahrscheinlich von der Nacht auf den Tag heute, ist einer meiner Wellensittiche verstorben und das hat mich schon sehr mitgenommen, weil es wirklich der mir sehr ans Herz dran gewachsen ist. Im Moment hört das zwar noch quietschen, das ist noch sein Kollege, der hier noch munter vor sich hin piept, aber da haben wir uns auch entschieden, den geben wir an eine andere Familie, da einfach nicht mehr die Möglichkeit besteht, sich noch um den Kleinen zu kümmern und alleine lassen will ich ihn auf keinen Fall, weil das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr als Wellensittich seid, das ist blöd vorzustellen, ich weiß, müsst ihr euch so vorstellen, als wenn ihr jetzt bei einer chinesischen Familie seid. Die würden euch nicht verstehen, ihr versteht ihren, sie nicht und ihr habt keinen, mit dem euch unterhalten hat. Und genau das will ich dem anderen nicht antun. Deswegen haben wir schon uns umgehört und zu einer anderen Familie kommt da, wo zwei andere kleine Wellies mithocken. Und das ist der Gute und richtig schön im Umfeld ist und dann hoffentlich wird er sich auch gut drum gekümmert. Ja, das hat mich jetzt halt wirklich schon ein bisschen sehr emotional mitgenommen und ich hoffe, ihr könnt das verstehen, wenn es nicht sofort wieder total unterhaltsam mäßig weitergeht, sondern vielleicht noch ein bisschen mir Verschnaufpause gönnt. Aber seid euch dessen versichert, das geht bald weiter. Von daher, das waren erstmal so die zwei großen News. Und von daher braucht ihr euch dann auch nicht mehr wundern, dass in den zukünftigen Videos kein Gepiepe mehr im Hintergrund sein wird, weil keine Wellies mehr da. Es wird ungewohnt so ruhig hier dann den ganzen Tag, aber naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich freue mich dann schon darauf, wenn ich dann wieder ganz auf dem Damm bin und dann weitermachen kann. Und von daher sage ich schon mal im Voraus danke fürs Verständnis und bis zum nächsten Video. Eure OKK. Böse. So, moin moin nochmal Leute, jetzt hier vom 6. August mittlerweile. Internet geht wieder, unsere neue Box wäre wahrscheinlich sonst noch nie gekommen. Wir haben jetzt einfach kurzerhand eine aus dem Medimax geholt, auf die Idee hätte man eigentlich schon eher kommen können. Auf jeden Fall Planung für euch ab nächsten Montag, das heißt, kleinen Moment, ab dem 10. August geht's für euch planmäßig weiter mit der nächsten Folge von Five Nights at Freddy's 3. Da sind ja die Kommentare, haben sich ja überschlagen wie sonst was. Und wofür ich mal wirklich richtig, richtig tiefes Danke sagen wollte, war, wo jetzt ich endlich wieder Internet hatte, Satzbau vorne bin, hatte ich jetzt gleich mal geschaut in die Analytics, weil ich dachte, die Klickzahlen sind, aber die sind kontinuierlich schön auf dem gleichen Level geblieben. Dafür danke für eure Treue, dass ihr mich nicht gleich aufgegeben habt, nur wenn mal sofort ein paar Videos nicht kommen. Ursache habe ich ja schon erklärt, war nun nicht das Internet komplett, was zerschossen war, sondern unsere Fritzbox hatte den Geist aufgegeben. Ja, wir haben jetzt eine neue, von daher funktioniert aber wieder alles und jetzt am Wochenende muss ich erstmal gucken, dass ich wieder newsmäßig wieder auf den aktuellen Stand komme. Und übrigens ist auch in der Zukunft die sogenannte Angel. Zuständig oder sprich, ich habe sie dafür ernannt, wenn ich mal wieder ausfallen sollte aus irgendeinem Grund, darf sie auch stellvertretend für mich Kommentare beantworten. Auch allgemein, wenn ich jetzt wieder aktiv bin und durch die Kommentare nicht mehr jeden Tag durchschauen kann. Von daher, wenn mal was von ihr kommt, dann könnt ihr das so sehen, als würde es direkt von mir kommen. Das macht die Sache ein bisschen einfacher für mich. Außerdem wurde ja schon des Öfteren gefragt, ob ich Five Nights at Freddy's 4 spielen werde. Ja, werde ich. Habe ich sogar schon Let's Plays gesehen, also nicht angeguckt, sondern gesehen, dass sie draußen sind. Ich kenne bisher nur den Trailer von und ich werde mir auch nichts anderes angucken. Von daher bitte keine Spoilers mir sagen, auch nicht wie die Figuren heißen. Da habe ich nämlich schon was gesehen, da habe ich sofort drüber geblättert. Keine Spoiler, ich will da komplett blind reingehen, dass ich mal gucke, wie das wird, weil das wird bestimmt heftig, so wie das im Trailer aussah. Und von daher, wieder erwartend mit neuem Elan und Internet sehen wir uns dann am Montag. Eure OKK. Tüdelü!